Hallo und herzlich willkommen zu Contraband Police. In dieser Runde spielen wir den staatstreuen Grenzoffizier. Ich wünsche dir bei der Folge von heute viel Spaß. Ah, Genosse, traurige Zeiten sind gekommen. Letzte Nacht gab es einen Bombenanschlag in unserem Parlament. Wir wissen, dass die blutige Faust junge Kämpfer rekrutiert. Sei auf der Hut, sie könnten an unseren Grenzen auftauchen. Oh, okay. Dann gucken wir mal, was die Zeitung sagt. Attentat im Parlament. Feuer zerstört den Sitz der Regierung. Ach, gestern in den späten Abendstunden gab es einen abscheulichen Angriff auf das Leben der Abgeordneten unseres Landes. Bei der Explosion einer Sprengladung im Parlamentssaal kamen 4 Parteimitglieder ums Leben und 16 wurden verletzt. Die Geheimdienste haben die Identität der Angreifer festgestellt und es ist nun offiziell bekannt, dass sie mit der Terrorgruppe Blutige Faust in Verbindung stehen. Kapitulation von Al-Barak. Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, unterzeichneten die Führer der verfeindeten Staaten ein Abkommen, wonach Kagastan einige der umstrittenen Gebiete von Al-Barak übernehmen werde. Oh, da ist ja was los. Gut, was haben wir jetzt hier für tägliche Bestimmungen? Terroristische Angriffe, Genosse. Unsere Dienste berichten von weiteren geplanten Angriffen und wir kennen bereits das Profil der zukünftigen Täter. Staatsangehörige aus Akaristan, die jünger als 30 Jahre sind, dürfen nicht einreisen. Alles klar. Dann haben wir hier wieder Verdächtige. 51-jähriger, Fahrzeugfarbe weiß, Nationalität Akaristan, Zulassungsnummer PMT, falsche Dokumente beim Reisepass und ein beschädigtes Fahrzeug mit einem fehlenden Spiegel. Gut, dann haben wir hier wieder eine ganze Menge. Gibt es hier irgendwas Neues durch diese ganze Sache? Nee. Okay, gut. Wie sieht... Keine Sorge, das Video geht gleich weiter. Alles, was ich hier für dich mache, ist, damit du vom Alltag etwas abschalten kannst. Wenn dir das gefällt, dann belohne mich doch mit einem Daumen nach oben oder einem Abo und betätige für dich die Glocke, damit du nichts verpasst. Und um hier das komplette Let's Play zu sehen, bekommst du jetzt eine Info oben in der Ecke. Wie sieht es eigentlich aus? Hier haben wir noch genug Kram überall drin. Ja, also bestellen müssen wir jetzt den Vlad zum Beispiel nicht. Gut, gucken wir mal, wie wir jetzt hier zurechtkommen. Fahrzeugfarbe weiß, PMT als Kennzeichen, das stimmt schon mal nicht. Ein fehlender Spiegel ist bei ihm auch nicht. So, und Staatsangehörige von Akaristan dürfen nicht jünger als 30 sein. Da müssen wir drauf achten. So, dann bitte mal deine Dokumente. So. Ach. Ich glaube. Warte mal. Nee, doch, das Foto ist korrekt. Er kommt aus Akaristan. Er ist somit auch schon mal ein Verdächtiger. Er ist 43, er ist älter. Am 23. April ist sein Ausweis abgelaufen. Dann ist das der Wladimir. Gerasimov. Das ist aber überall richtig geschrieben. Okay. Dann haben wir Passnummer T1Q2 und hier steht Q1. Dann ist die Passnummer falsch. So, Akaristan. Das müssen wir ja auch noch überprüfen. Das ist nicht korrekt. Der Stempel ist aber richtig. Okay. Dann müssen wir noch
Genau, das Kennzeichen YPZ 574. Da ist 578. Dann ist das Kennzeichen auch schon mal falsch. Und dann fährt er ein Asam 72. Das sieht aber richtig aus. 2030 Kilogramm Maximalgewicht. Okay. So, 51 ist er nicht. Falsches Dokument, Reisepass. Reisepass war in Ordnung. Oder? Nee, hier war ja der Dokumentenhintergrund. Er Entschuldigung. Er gehört also zu den Verdächtigen, weil sein Hintergrund beim Reisepass nicht in Ordnung ist. Da müssen wir ihn jetzt auch gleich noch kontrollieren. Erstmal kommt seine Ware hier noch dran. So. Alles einmal abgezählt. Wir haben dann 8-mal Gepäck, 7 haben wir aber nur. Haben wir noch irgendwas übersehen? Eigentlich nicht, da ist nur der Motor. Nee, dann ist das hier schon mal, der Frachtbrief ist falsch. So. Leuchten wir die ganze Sache auch nochmal ab. Ja, die Waren sind schon mal okay. Schauen wir hier auch nochmal nach. Da sehe ich jetzt aber auch keine Schmuggelware. Schauen uns erstmal noch das... Oh, Entschuldigung. Irgendwie bekomme ich gerade Hustanfälle. Nee, hier ansonsten ist alles in Ordnung. Hier auch. Hier auch. Und hier auch. Dann gucken wir uns hier das Auto jetzt nochmal von außen an. Hier irgendwie was auf Schmuggelware hindeutet. Hier sehe ich schon mal nichts. Im Kofferraum sehe ich auch nichts. Den haben wir aber auch, glaube ich, schon angeguckt. Ja, dann steig du einmal bitte ganz kurz aus. Ich will hier auch noch mal schnell gucken. Okay. Ich glaube aber, der Junge ist schmuggelmäßig sauber. Hier nochmal reingeguckt. Aber hier ist, soweit ich sehen kann, nichts. Ist alles in Ordnung. Und gut, dann lassen wir ihn hier mal die ganzen Gepäckstücke wieder einräumen. Du kannst wieder einsteigen. So, aber einreisen darfst du nicht. So, bitteschön. Deine Dokumente, die bekommst du aber zurück. Und eine gute Rückfahrt wünsche ich dir. So. Kennzeichen hatten wir PMT als Verdächtiger. Ja, das ist das schon mal nicht. Weiß ist sein Auto auch nicht. Und ein fehlender Spiegel hat er auch nicht. So, auch deine Dokumente möchte ich bitte. Dankeschön. Gucken wir erstmal sein Gesicht an. Das scheint aber korrekt zu sein. So, du kommst aus Sakaristan, bist somit ein Verdächtiger. Rede doch mal jetzt gerade nicht so viel mit mir. So, Akaristan. Papiere sind in Ordnung, Stempel ist in Ordnung. Du bist der Basil. Kulkin. Das ist richtig. 07Q08722, das ist richtig.
Der Ausweis ist abgelaufen. So. Gut. Nummernschild. USG 243 9KY. Dann ist das der ASAV. Nee, ASAV ist das definitiv nicht. 1520 Kilo Maximalgewicht. Okay. So, Verdächtiger ist er auf jeden Fall einer. Wir gucken jetzt erstmal seinen Autozustand an. Ach ja, Tintenhündchen. So, aber hier sehe ich erstmal nichts Defektes. Scheiben scheinen alle in Ordnung zu sein. Und an dem Auto scheint auch alles in Ordnung zu sein. Gut, dann packen wir mal seine Hühnchen hier aus. Hat er hinten? Hinten hat er auch noch Gepäck. So. Schauen wir uns erstmal das an. Gut, Gepäck 5 Stück, Hühnchen 2 Stück. Nee, auf dem Dach hat er auch nichts mehr. Dann sind wir mit dem Frachtbrief falsch. Frachtbrief ist falsch. So. Hier ist nichts. Da ist auch alles in Ordnung. Schauen wir mal in seinem Kofferraum. Da ist auch kein Zeichen. Hier sehe ich keine Schmuggelware. Ich steig mal kurz aus, mein Junge. Außen. Ach, stehe mir doch nicht im Weg. Nichts. Dann gucken wir innen noch mal nach. So, hier sehe ich soweit auch nichts. Hinten keine Symbole. Wo? Okay, ein Schmuggler scheint er nicht zu sein. Ich will nicht einsteigen. Gut, du kannst hier die Ware wieder zurückpacken. Du kannst dich wieder ins Auto reinsetzen. So, rein darf er aber nicht. Er hat ein paar Fehler. So, dann wünsche ich auch dir eine gute Rückfahrt. Wir haben noch gar keinen Verdächtigen von der ganzen Liste. Kennzeichen war PMT. Er muss da erstmal stehen bleiben, weil unser Kollege da ganz gemütlich langläuft. So, wir haben irgendwo einen Fehler gemacht. Oh, wir haben sogar ganz viele Fehler gemacht. Der Fahrzeugtyp, habe ich den nicht angekreuzt? Dokumentenhintergrund, das haben wir doch kontrollieren lassen. Na gut. Er hat schon mal nicht das gesuchte Kennzeichen. Weiß ist sein Auto auch nicht. Gut, dann ein fehlender Spiegel ist auch nicht vorhanden. So, dann bitte auch deine Dokumente. Dankeschön. Foto ist korrekt. Der Ivan Ponomariov. Ponomariov ist überall richtig geschrieben. 539N49MO ist seine Passnummer. 25 Jahre alt ist er. Damit stimmt das hier, die tägliche Bestimmung, schon mal nicht, weil er muss älter als 30 sein, wenn er aus Akaristan kommt. Ausweise sind gültig. So, Akaristan. Papiere sind richtig. Der Stempel ist richtig.
Gut, dann müssen wir sein Kennzeichen überprüfen. RGE 7854FY. Dann fährt er ein Zagre 53. Das ist korrekt. 4240 Kilo Maximalgewicht. Auch korrekt so. Das Auto ist hier in Ordnung. Ja, generell, das Auto ist in Ordnung. So, jetzt müssen wir hier noch mal gucken. 51 ist er nicht. Er kommt aus Akaristan, ist also ein möglicher Verdächtiger. Da müssen wir ihn auch noch kontrollieren. Wir sagen ihm schon mal, dass er aussteigen soll. So, nicht, dass er hier auf dumme Ideen kommt. So, hier die ganzen lauter Gefahrengut hat er hier schon mal dabei. So, okay, markiert ist hier nichts. So, lauter entflammbare Substanzen transportiert er. 8 Stück, ist aber richtig eingetragen. Zeichen sind hier erstmal keine drauf. Okay, gucken wir uns mal das Auto an. Hier sehe ich keine Zeichen. Hier sehe ich auch keine Zeichen. Hier auch nicht. Hier sehe ich auch nichts. Gucken wir uns dann drin die ganze Sache nochmal an. Hier ist erstmal alles okay. Hier auch. Okay, also schmuggeln tut er nicht. Kannst wieder einsteigen. So, Kollege, bring mal die Sachen hier wieder rein. Okay, gut. Dann haben wir bei dir aber die tägliche aktuelle Bestimmung nicht. Du könntest ein Attentäter sein, darum musst du jetzt wieder zurückfahren. Ja, ja, komm, fahr los. Na, mit der ganzen entzündlichen Ware da hinten drauf, ne? Wer weiß, was er damit vorhat. So, wir lassen den nächsten zur Kontrolle. Gucken wir auch nochmal das Kennzeichen PMT. Das ist es nicht, aber bei ihm fehlt ein Spiegel. Er könnte also ein Verdächtiger sein. So, dann bitte einmal deine Dokumente. Dankeschön. Ich habe wichtige Dokumente dabei, die heute noch bei der Partei ankommen müssen. Dies ist eine Angelegenheit von staatlicher Bedeutung. Beeil dich. Ich beeile mich so schnell, wie ich halt kann, ne? Und umso mehr du mich ablenkst, umso länger dauert das. Er kommt aus Akaristan. Ist 49. Akaristan. Papiere sind in Ordnung. Der Stempel ist auch in Ordnung. Das ist der Alexei. Alexandrowitsch. Das ist überall richtig geschrieben. 010P0146. Die Passnummer ist richtig. Gültig ist der Ausweis auch überall noch. So, Kennzeichen FFV 8284SG. Dann ist das der Varilla 4x4. Varilla 4x4. Das scheint korrekt zu sein. 1580 Kilogramm Maximalgewicht. Da sind wir drüber. Fahrzeuggewicht. Gut. Du steigst auch schon mal aus, mein Freund.
So, die Sachen, die holen wir hier schon mal raus. So. Die Sachen. Alles einmal abgezählt. Dann haben wir Korn und Gepäck. Hier ist noch was. So, also Kornsäcke 3 ist richtig, Gepäck 5 ist auch richtig. Da ist schon mal nichts drin. Hier auch nicht. Gezeichnet ist hier auch nichts. Okay. So, in den Motor einmal reingeschaut. Hier ist alles okay. Hier ist auch alles okay. So, bevor ich weitermache, ich muss noch das Auto kontrollieren. Also wir haben hier schon mal, die Frontscheibe ist kaputt. Es fehlt ein Spiegel. Vorne haben wir zwei kaputte Lichter. So, hier sind, da ist noch eine kaputte Scheibe. Ansonsten ist hier an der Seite alles soweit in Ordnung. Hier auch und hinten auch. Gut, dann machen wir jetzt mit der Kontrolle hier weiter, ob wir hier Schmuggelware vielleicht finden. Auch schon mal reinschauen, ob hier was drin versteckt ist. So, das ist aber alles okay. Ins Auto eingestiegen. Da ist aber alles okay. Hier auch. Nö, da haben wir keinen Schmuggler. So, dann steig du mal wieder ein. Und du kannst das Gepäck wieder einlagern. So, mein Freund. Bei dir ist das Fahrzeuggewicht nicht in Ordnung. Darum kann ich dich leider nicht reinlassen. Komm wieder, wenn du weniger Gepäck hast. So, gute Heimfahrt, gute Rückfahrt und wir lassen den letzten für heute hier zur Kontrolle. So, PMT war das Kennzeichen. Das ist es schon mal nicht. So, dann weiß. Ist das weiß? Es könnte grau, weiß, keine Ahnung sein. Fehlender Spiegel. Spiegel. Also er ist wegen dem fehlenden Spiegel schon mal ein Verdächtiger. Dankeschön. Foto ist korrekt. Der Anton. Ivanovic. Das ist okay. PG4YES9J. Das ist auch korrekt. Er kommt aus Akaristan. Akaristan. So. Jetzt haben wir. Wir haben heute Minus gemacht. So, der Stempel ist in Ordnung. Wie alt bist du? 43. Okay, tägliche Bestimmung ist damit auch erfüllt. Ausweise sind noch gültig. Ah ja, vorne war ja kein Kennzeichen. YZ06599LM. Und das ist der ASA V. Das scheint aber auch das richtige Auto zu sein dann. Ja. 2890 Kilo Maximalgewicht. Ist in Ordnung. So. Dann schauen wir uns mal deine Scheiben an. Die scheinen alle in Ordnung zu sein.
Vorne fehlt ein Spiegel und die Stoßstange. Seite sehe ich keine Fehler. Hinten auch nicht und an der Seite auch nicht. Gut, dann steigst auch du bitte einmal aus. Nicht, dass du mir hier wieder davon fährst, wenn du ein Schmuggler bist. So. Okay, einmal geguckt. Hallo? Kontrollierst du mich oder was ist hier los, ha? Naja, so. Was hat er denn? Fisch und Kaffee. Und Düngemittel. Er hat auch wieder Medikamente und noch mehr Düngemittel. Fischfässer 3, Kaffeesäcke 4, Medikamentenkisten 3, Düngemittel 11. Das ist alles korrekt. Mit einem Schlangensymbol drauf haben wir hier etwas. Gut, er ist schon mal ein Schmuggler. Gut, okay. Dann leuchten wir das Auto einmal ab. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auch was. Und, okay, hier ist sonst nichts mehr. Aber drin nochmal geguckt. Da haben wir was. Und hier. Hier ist nichts. Aber hier. Moment. Machen wir das jetzt am besten so. Gut, da ist nichts drin. Und dann hier nochmal geguckt. So, Freundchen. Ende deiner Reise. So, viel Spaß in unserem schönen... In unserer schönen Unterkunft hier, ne? Vier Leute haben wir da drin. So, wie sieht das denn hier mit unserem Lager aus? Ich würde sagen, wir bestellen mal den Gefangenentransport, weil dann können wir die Gefangenen und das Lager komplett erstmal leer machen. So. Du räumst hier mal bitte auf. Wir haben in einem Holzfass war noch etwas drin versteckt, okay. Gut, dann bringen wir noch schnell unsere Schmuggelware und unsere Gefangenen hier ins Auto. So, erstmal die Gefangenen. Komm, dann noch die ganze Schmuggelware. Machen wir hier alles mal zu und dich, damit hier keiner abhaut. Okay. Wir haben jetzt auch etwas Geld. Das heißt, wir hatten ja hier noch ein paar Autos, die wir uns kaufen konnten. Da kaufen wir uns jetzt erstmal dieses Auto hier. Und dieses Auto. Dann haben wir alle Autos, die man haben kann. Wir müssen sie dann nur noch zur gegebenen Zeit verbessern. Und wir hauen uns jetzt einmal aufs Ohr. Die Auswertung haben wir schon bekommen. Die können wir uns dann nicht mehr anschauen. Wir gehen jetzt einfach nur noch schlafen. So, Licht ausgemacht und ins Bett gehauen.
Das war heute die Folge mit Contraband Police. Ich hoffe, du hattest Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.